ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, das Wetter ist wirklich Bombe und ich will auch nicht jammern. Es ist richtig knacke heiß, aber viel zu heiß für mich, um heute lange in der Küche zu stehen und zu kochen. Deswegen machen wir was Schnelles, Kaltes. Einen mediterranen Tomatenaufstrich. Es ist einfach zu heiß für ein warmes Mittagessen. Deswegen gibt es bei uns dazu nur ein leckeres, frisches Baguette. Geht wieder super einfach. Ich werde heute die Guided Cooking Funktion verwenden, aber für alle, die keinen TM6 haben, ihr braucht nicht traurig sein. Ich werde euch eine kleine Empfehlung geben, wie ihr auch mit dem TM5 oder TM31 diesen leckeren Aufstrich zubereiten könnt. Also bleibt auf jeden Fall dran und abonniert auch diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es ist völlig kostenlos und auch ganz wichtig, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer über die neuesten Videos informiert werdet. Und jetzt fangen wir mit dem Rezept an. Es ergibt heute 10 Portionen und wir brauchen folgende Zutaten. Die findet ihr wieder alle unten in der Infobox, genauso wie die Zubereitung. Die ganze Info zum Rezept könnt ihr einfach mal unten nachlesen, wenn ihr wollt. Zum einen brauchen wir jetzt Öl, dann Möhren, eine Zwiebel, etwas Butter, Tomatenmark, getrockneten Thymian, getrockneten Oregano und Salz. Und wie gesagt, ich verwende heute die Guided Cooking Funktion, habe hier schon mein Rezept rausgesucht und werde jetzt dann anfangen mit dem leckeren Rezept. Kochvorgang starten. Wir geben als erstes 60 Gramm Öl in den Mixtopf. Ihr könnt da ein hochwertiges Bratöl, ich habe jetzt hier mein Bio-Bratöl, mit dem kann man frittieren, braten, kochen, Salate machen, das ist geschmacksneutral. Also ist wirklich ein total toller Allrounder. Gibt es beim DM-Markt, ist unbezahlte Werbung, habe ich schon mal erwähnt. Ich bekomme dafür keinen Cent, aber ich empfehle es euch einfach, weil ich von diesem Öl total begeistert bin und es ist wirklich ein ganz, ganz klasse Öl. Also wie gesagt, 60 Gramm. Gebe ich jetzt davon mal in den Mixtopf. So. Danach kommen 250 Gramm Möhren dazu. Die habe ich geschält, in Stücke geschnitten, ungefähr 2 cm große Stücke. Und die kommen jetzt zum Öl dazu. Dann noch eine Zwiebel, die ich geschält habe und geachtelt. So, jetzt können wir auch schon den Deckel aufsetzen und den Spritzschutz auch bitte aufsetzen. Falls ihr keinen Spritzschutzdeckel habt, nehmt einfach euer Garkörbchen und setzt es oben auf und bratet das Ganze jetzt 5 Minuten mit der Anbratfunktion an. Falls ihr jetzt, wie gesagt, kein TM6 habt, dann nehmt einfach so 6 bis 8 Minuten bei Varoma. Beziehungsweise probiert euch aus, ob es 120 Grad auch tun würden und stellt das Ganze auf Stufe 1 an und lasst es so ein bisschen andünsten, anbraten. Ist es vielleicht nicht, weil so heiß wird euer TM5 leider nicht und auch der TM31 wahrscheinlich nicht. Aber das ist so meine Empfehlung, die ich euch jetzt mitgeben kann. Probiert es einfach mal aus. Nagelt mich bitte nicht fest, ich habe es noch nicht getestet, aber ich könnte mir vorstellen, dass das klappen wird. Und ihr könnt mir ja gerne Feedback geben, wenn ihr es ausprobiert habt, ob es geklappt hat und wie es geklappt hat, ob ihr vielleicht eine bessere Einstellung gefunden habt. Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ja, und ich lasse das Ganze jetzt schön vor sich hin andünsten und dann geht es gleich weiter. Anbratfunktion ist ausgeführt. Jetzt können wir den Spritzschutz abnehmen und wir den kleinen Messbecherdeckel einsetzen und das Ganze 5 Sekunden auf der Stufe 5 zerkleinern. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Schaut mal. Jetzt einmal alles runterschieben mit dem Spatel. Und seht ihr, deswegen finde ich den Deckelhalter so praktisch. Es läuft alles, was jetzt hier am Deckel hängt, einfach wieder in den Mixtopf rein, ohne dass ihr irgendwie euch hier alles versaut. Und das finde ich so genial. Deswegen liebe ich meinen Deckelhalter einfach. Falls ihr auch einen haben möchtet, schaut gerne in der Infobox vorbei. Dort steht der Link zu meinem Amazon Online-Shop und dort bekommt ihr diesen genialen Deckelhalter. So, jetzt haben wir alles nach unten geschoben. Jetzt geben wir 40 Gramm Butter in Stücken dazu. Gramm Tomatenmark.
ein Teelöffel Thymian, ein Teelöffel Oregano, und ein Teelöffel Salz. So, jetzt wird das Ganze püriert. Deckel wieder aufsetzen. Und zwar 15 Sekunden auf der Pürierstufe. Falls ihr jetzt keinen TM6 habt, püriert das Ganze einfach so 15 Sekunden, vielleicht auch 20 Sekunden von Stufe 6 bis Stufe 8 aufwärts aufsteigend und schaut dann mal die Konsistenz an, ob es euch schon gefällt oder püriert es dann eventuell noch ein bisschen länger. Da könnt ihr ja selber entscheiden, wie ihr das Ganze haben wollt. Der mediterrane Tomatenaufstrich ist somit fertig und jetzt könnt ihr ihn entweder warm oder kalt servieren. Ich zeige ihn euch gerade mal kurz. So sieht er aus, werde ihn aber noch abschmecken. Und schaut mal die Farbe schon allein an. Mega. Perfekt. Ein Ticken Salz fehlt mir allerdings noch. Wäre auch komisch, wenn nicht, ne? So. Also schmeckt es einfach mal eurem Geschmack ab. Ich schiebe mir das jetzt gerade kurz mit dem Spatel runter. Und rühre es so einmal durch. Und Leute, das ist wirklich so ein köstlicher Geschmack. Also total nach Italienurlaub schmeckt das. Probiert es aus, ihr wisst dann, was ich meine. So, wie gesagt, ihr könnt ihn sofort warm servieren oder natürlich auch erst abkühlen lassen und dann kalt. Jetzt ist perfekt. Zu einem Stückchen Baguette genießen. Ich kann mir das auch super gut einfach als Pesto-Ersatz zu Nudeln vorstellen. Richtig mega lecker. Probiert es unbedingt aus. Lasst mir wieder gerne Feedback in den Kommentaren da. Falls es euch gefallen hat, lasst mir auch unbedingt ein Däumchen da. Abo nicht vergessen, wie gesagt, ist wichtig. Und die Glocke aktivieren. Noch wichtiger, dass ihr immer über die neuesten Videos informiert werdet. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und natürlich beim Genießen. Falls ihr jetzt Lust auf weitere leckere Rezepte bekommen habt, schaut auch sehr gerne einmal hier drüben vorbei. Hier könnt ihr mich abonnieren und dann sage ich Tschüss, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!